Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste. Der Begriff Upload-Filter beschreibt eine Software, die bereits beim Hochladen von Internetinhalten diese vor der Veröffentlichung auf subjektiv unerwünschte Inhalte, wie zum Beispiel Beleidigungen oder auch kinderpornografische Inhalte, überprüft. Entsprechende Inhalte werden dann vom Server abgewiesen. Dafür kommen Techniken der Bild-, Sprach- und Texterkennung sowie Bewertung zum Einsatz. Soweit die nüchterne Darstellung. Für den Einsatz von Upload-Filtern gibt es mehrere Gründe und Einsatzmöglichkeiten, die zunächst nachvollziehbar und auch sinnvoll erscheinen. Da wären zum Beispiel die Verhinderung von Urheberrechtsverletzungen und das Auffinden von Plagiaten. Es geht aber auch um die Verhinderung von Internetkriminalität, radikalem Extremismus und anderen Verbrechen. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist aber auch die Zensur. Und hier sollten wir sehr, sehr wachsam sein. Tatsächlich dreht es sich in der Hauptsache des Streits um zwei gegenläufige Standpunkte. Da ist auf der einen Seite der Wunsch nach dem Schutz des Urheberrechts oder eben auch danach, diesen Anspruch auch finanziell durchsetzen zu können. Künstler und Verlage wollen gern und zu Recht für die Nutzung ihrer Erzeugnisse entlohnt werden. GEMA-Gebühren und Lizenzen schützen diese Rechte nur bedingt. YouTube beispielsweise hat sich erst nach einem jahrelangen Rechtsstreit zur Abführung von Gebühren drängen lassen. Andere wiederum, darunter Facebook oder Vimeo, sind bislang noch nicht auf diesem Stand. Millionen von Nutzern werden mit Musik und anderen Inhalten versorgt, an denen sie keine Rechte besitzen und das ohne dafür zu bezahlen. Der andere Standpunkt zielt auf die Gefahren für die Informations- und Meinungsfreiheit ab. Kritiker der Upload-Filtersysteme sehen diese als Zensurinfrastruktur. In der EU werden die bereits bestehenden Filter eben nicht zur Wahrung von Urheberrechten eingesetzt, sondern erkennen und filtern überwiegend unerwünschte Inhalte, welche auch immer das sein mögen. Wer aber entscheidet, was unerwünschte Inhalte sind? Und können sich diese Entscheidungen in der Einflusssphäre politischer Ziele, Ideologien und Machtstrukturen bewegen, ohne dass hier eine durch ein Parlament legitimierte Kontrolle vorliegt? Diese Frage können wir tatsächlich mit Ja beantworten, denn etwas Vergleichbares haben wir bereits erleben müssen. Wir haben schon ein Gesetz, welches unter der vordergründigen Wahrung von berechtigten Interessen eben jene Mittel bereitstellt, die ohne jeden Zweifel für eine Zensur missbraucht werden können und auch werden. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder kurz NetzDG, übrigens auch aus dem Hause der SPD. Denn es sind auch im NetzDG private Unternehmer, die exekutiv und judikativ zugleich auf Inhalte im Internet einwirken können, ohne dass staatliche Gewalten unter rechtsstaatlichen Aspekten daran beteiligt sind. Und nun sind es also Softwarelösungen bei den Plattformen, die als Upload-Filter automatisiert filtern können sollen. Das können sie nicht, das hörten wir schon. Parallelen sind hier offenkundig. Dabei gibt es bereits Filtersysteme, die im Einsatz sind und Inhalte prüfen. Content ID bei YouTube und auch Facebook hat hier nachgezogen, um dem Urheberrecht mehr Wirkung zu verleihen. Diese stellen ein milderes Mittel dar und können dennoch effizient sein. Upload-Filter gehören definitiv nicht dazu. Die großen Plattformen haben nach Artikel 13 diese Regelung, aber keine besonderen Anreize, mildere Maßnahmen zu ergreifen. Wenn Sie wissen, dass der Upload-Filter vor Strafen schützt, dann werden Sie ihn natürlich einsetzen. Es ist doch nicht zu erwarten, dass sich Google und Facebook in Unkosten stürzen und teure Gerichtsprozesse führen, um die Grundrechte der Nutzer zu gewährleisten. Das aber, meine Damen und Herren, wird dann eben unsere Aufgabe sein. Auch der EuGH hat hierzu bereits zweimal festgestellt, dass die Praxis der Vorabfilterung als unvereinbar mit dem Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit sei und dass darin auch ein Eingriff in die Privatsphäre bestehe. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion lehnt diese erneute Brüsseler Spitze, diesen Angriff der EU auf unsere Meinungs- und Informationsfreiheit strikt ab. Zensur im Internet ist mit uns nicht zu machen. Der Antrag der Jamaika-Koalition findet unsere grundsätzliche Zustimmung. Nach dem dort enthaltenen Bedauern über diesen Beitrag kann dann aber auch gern etwas mehr Aktivität kommen. Ich hoffe tatsächlich, dass das EU-Parlament eine entsprechend bessere und richtige Entscheidung trifft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.